So, dann herzlich willkommen zum JFT Live Trading TV. Zunächst einmal, wie immer, kurz auch der Risikohinweis. Das Video stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. So, dann kommen wir auch gleich wieder mal zum DAX. Auch kurz zu der DAX-Liste. Die einzige positive Überraschung in diesem Jahr ist die Lufthansa AG, die kann heute auch gegen den Trend wieder zulegen. Ganz am Ende steht heute jetzt Infineon und die Linde AG. Auch die BMW-Aktie gehört zu den Verlierern bislang im Jahr 2016. Was sonst noch interessant war wieder heute Nacht, deswegen. Okay, dann kommen wir erstmal zu den asiatischen Märkten, deswegen ist auch der Dow Jones Future über die Nacht bis 200 Punkte eingebrochen. Denn hier ist jetzt der Hang Seng Index. Der hat jetzt hier diese leichte Aufwärtstrendlinie durchbrochen. Aber hat eben hier noch die Chance, dass hier nur das Gap noch geschlossen werden will. Und dann auch wegen hier den Strukturen, dass es hier dann auch trotzdem wieder aufgeht. Aber sollte es eben hier unter 20.700 auch per Tagesschlusskurs gehen, sieht es hier nach einer weiteren Down-Rally aus. Im Nikkei-Index hat er jetzt hier diesen Widerstandsbereich gebrochen und könnte jetzt zurück auf diese Trendlinie fallen, die jetzt hier bei rund 17.600, ich habe hier 17.550 ausgemacht, eben zurückfallen. Also hier sieht es nicht besonders gut aus im asiatischen Handel. Dafür hält sich meiner Meinung nach der DAX noch relativ gut. Zwischenzeitlich konnte hier der DAX das Tief, wurde von gestern leicht unterschritten, konnte aber dann eben aufgekauft werden und steht jetzt wieder aktuell in dem Trendkanal. Theoretisch könnte man hier jetzt auch nochmal einen kleinen Long-Versuch starten, aber ich bin heute eher dann wieder auf der vorsichtigeren Seite und lasse diesen Trade dann aus. Denn ich erwarte hier, dass jetzt nicht unbedingt Amerika nochmal zu einem gewaltigen Reversal ansetzt. Aber wie gesagt, ich veröffentliche auch hier meistens nur die ganz hochprozentigen Trades, aber der ist mir jetzt hier nicht ganz geheuer. Denn hier im Wochenchart sind wir auch jetzt deutlich unter die Wolkenunterkante gefallen. Und auch sonst gibt natürlich der Stundenchart wenig her. Was hier halt noch eventuell möglich ist, dass hier das Gap vom 14.12. geschlossen wird. Und dann, aber spätestens hier müssen eben dann auch die Bullen direkt einen Konter fahren. Denn sonst sehe ich auch hier, also sollte hier der DAX unter diesen Trendkanal schließen und sowieso unter das letzte Low, das bei 10.126 verläuft, dann ist mehr oder weniger der Weg nach unten offen. Natürlich gibt es noch die psychologisch wichtige Marke bei 10.000 und dann habe ich hier noch aber das in der ehemalige Unterstützungslinie bei 9.960 Punkten. Zu den Setups. Gold kann, sag ich mal, von der Lage dann profitieren. War auch mehr oder weniger noch mein Favorit hier. Und steht jetzt aktuell bei 1083. Und sollte jetzt endlich dieses Level eben auf Tagesbasis eben überwunden werden auf Schlusskursbasis, dann wäre auch hier der EMA 38 endlich geknackt worden. Und dann sollte es relativ zügig Richtung
1100 Punkte laufen. Gold. Palladium ist ja gestern schon ausgestoppt worden. Amgen war ja jetzt kein spezielles Setup hier bei JFD. Hier hält sich aber die Aktie noch nach den Vorgaben, dass sie auch weiter bullisch nach oben die Aktie durchgehen könnte. Goldman Sachs schloss exakt an der Aufwärtstrendlinie. Und bei Apple, ja, hier sind die Toleranzen jetzt eher gering. Also ein kleines Low war noch in der Analyse vorgesehen. Und dann sollte es aber nach oben durchstarten. Also hier muss man auch auf den Stopp achten. Das wäre es erstmal. Ich werde mich dann später nochmal vor der Börsenöffnung per Video melden. Danke fürs Zuhören. Bis später.